Verrückte Wege zur Erleuchtung. Na, das kann man mir doch zutrauen, oder? Ja, erst einmal verrückt klingende Wege, die aber doch ja eine Menge Vernünftiges mit dabei haben könnten. Und ja, manches ist auch nicht so verrückt, weil es doch gewisse Vorschriften zu beachten gibt. Und ja, wie man das für sich ausführt, könnte auch bei einigen Wegen interessant sein. Aber viel, viel wichtiger ist es natürlich, dass du deine Art herausfindest. All das, was ich dir hier zeige, das ist eine Anregung. Und du, wenn du merkst, ja, so grundsätzlicher Art, wäre das was für dich, dann können wir auch gerne noch mal persönlich zusammenkommen oder eben über Video zusammenkommen und dann darüber sprechen und gemeinsam herausfinden, was denn da für dich die beste Möglichkeit wäre, das Maximum für dich da rauszuholen. Klingt das interessant? Dann freue ich mich, wenn du dran bleibst. Und ja, wir fangen mal mit etwas ganz Verrücktem an. Das machen nicht so viele Menschen, aber das ist bekannt von, ja, indigenen Völkern, dass die zum Beispiel ja gewisse Pflanzen zu sich nehmen, um dann in einen veränderten Zustand zu kommen und zumindest einen Besuch zu machen in der Sphäre, wo sie hingelangen möchten. Wo sie sagen, das ist für mich Erleuchtung, dass ich das wahrnehmen kann. Das ist allerdings halt immer nur zeitlich begrenzt. Und auch wir in der westlichen Medizin haben mittlerweile Möglichkeiten, diese Zustände zu erzeugen. Das ist, wie gesagt, immer nur zeitlich sehr begrenzt und nicht so ohne weiteres für dich wiederherstellbar. Deshalb, ja, vielleicht etwas für dich und auf der anderen Seite vielleicht doch nicht, weil du dann da nicht so viel selber mit beitragen kannst. Einen ganz anderen Weg, den ich dir, ja, aufzeigen möchte, ist den der sogenannten tanzenden Derwische. Vielleicht hast du das schon einmal gesehen oder zumindest den Begriff gehört, wo sich ja Menschen, die so im türkischen Bereich wohnen, die dann dort ihre Tänze aufführen. Das heißt, da bewegen sich Menschen dann die ganze Zeit im Kreis auf der Stelle, im Kreis zu einem Takt, der mehr oder weniger eintönig ist, der sich nicht unterscheidet und immer weiter im Kreis, bis sie irgendwann ja das beenden und einfach sich fallen lassen auf den Boden und diesem Zustand nachspüren und in diesem Zustand verweilen eine Zeit. Auch das ist eben nur temporär und du fällst irgendwann wieder zurück ins normale Bewusstsein und bist wieder im normalen Leben angelangt. Und doch könnte es eben eine Sache sein, wo du sagst, wow, das hört sich ja spannend an, das will ich probieren. Probieren geht über Studieren.
Ja, natürlich möchte ich dir auch das Lachen ans Herz legen. Und dabei nicht so insgesamt das Lach-Yoga als solches, sondern das Lachen, das freie Lachen, das in diese Freude kommen, in die Verbindung mit der Freude in dir und diese Freude, ja, nach außen wachsen lassen und dadurch dann entsprechend diesen Kontakt zu fühlen, in einen anderen Bereich zu kommen, sodass du irgendwann vielleicht auf deiner Matte liegst und nur noch verklärt lächelst und in einem anderen Zustand bist. Hört sich das spannend an? Dann herzlich willkommen. Ein anderer Weg wäre ein auch wiederum Teil des Lach-Yogas, das Dschibberisch. Auch das eher aus dem islamischen Mystizismus, wo es ja jemanden gab, der nie in seinem Leben einen zusammenhängenden Satz gesagt hat und doch verehrt wurde als Heiliger. Die Worte, die aus seinem Munde kamen, wurden als entsprechende Offenbarung angesehen, auch wenn sie nicht verstanden wurden. Und daraus, ja, hat sich das abgeleitete, dass Menschen versuchen, auch in diesen Zustand zu kommen und ja, zumindest für eine Zeit dahin zu kommen. Ja, das könnte ein Weg sein. Und all diese Wege, die ich dir bisher gezeigt habe, das sind ja zum einen besondere Wege, verrückte Wege und zum anderen eine Art Meditation. Und Meditation, sagst du, was ist daran verrückt? Ja, es ist doch schon verrückt, wenn wir Menschen, die wir ja eigentlich Bewegungsmenschen sind und die immer mal Abwechslung brauchen, sich still hinsetzen und nichts denken. Geht das überhaupt? Ist das möglich, nicht zu denken? Man denkt doch immer irgendwas, da kommt immer irgendein Gedanke auf. Und ja, Menschen üben diesen Weg, da komplette Gedankenstille zu haben. Wäre das interessant für dich? Oder sagst du, nee, das ist mir zu schwer, das ist nicht meins. Dann wäre es vielleicht mit dem Weg der Koans noch etwas, was dir vielleicht mehr Freude bereitet, weil du ja doch gerne denkst. Dann denke doch mal über eine gewisse Fragestellung nach. Zum Beispiel das berühmteste Koan lautet: Wie klingt der Ton einer klatschenden Hand? Einer klatschenden Hand. Es wird nicht gesagt, ob die gegen eine andere Hand geklatscht wird oder ob die gegen eine Wand geklatscht wird oder wo auch immer. Was macht das aus? Und da, ja, kommt so ein Rätsel auf. Koans sind so moderne Rätsel, die wir im Normalfall nicht mit unserem normalen Denken lösen können. Und das könnte schon ein Lösungsweg sein, den du dann beschreitest. Und darüber dann eben in den Zustand kommst der Erleuchtung. Dass du ja wirklich jede noch so kuriose Frage aus dem Sein heraus beantworten kannst.
Also nicht mehr aus der Überlegung. Das ist das, worum sich Menschen eben auf diesem Pfade, auf diesem Wege kümmern, dass sie ja, Antworten finden, die außerhalb ihres Denkens sind. Spannend? Verrückt? Das darfst du entscheiden, ob das für dich etwas wäre. Ja, da gibt es natürlich viele, viele Wege noch. Nehmen wir mal einen anderen Weg des Yogas, nämlich das Pranayama, das Atmen. Da wirst du sagen, also ich atme schon, seitdem ich hier in diese Welt geboren wurde. Und es könnte ja ein Hinweis sein, denn wir nehmen den ersten Atemzug und fangen das Leben an, hier in dieser Ebene. Und dann geben wir irgendwann unseren letzten Atemzug von uns und verlassen diese Ebene. Und wie wäre es, wenn du diese Ebene verlassen könntest, ohne dass du deinen allerletzten Atemzug schon gemacht hast? Möglich? Unmöglich? Verrückt klingend? Du entscheidest. Wir haben das ja auch in westlichen Bereichen entwickelt. Vielleicht kennst du die Technik des verbundenen Atems oder holotrophes Atmen, wo man ohne Unterlass ein- und ausatmet und dadurch den Körper in einen besonderen Zustand bringt. Und dann kann der Körper in verschiedene Zustände springen, auch zeitlich. Und auch das kann spannend sein und kann dazu führen, dass du für dich eine neue Verbindung, Vereinigung fühlen kannst. Denn Erleuchtung, Erwachen heißt, sich bewusst machen, dass man immer die ganze Zeit verbunden ist miteinander. Und das nicht nur so einfach intellektuell zu haben, sondern auch fühlen zu können, sich verbunden zu fühlen. Und ja, es könnte auch ein Hinweis sein, dass es eher damit zu tun hat, dass es nicht mit dem normalen Denken zu tun hat. Da gibt es natürlich fantastische Atemtechniken und du kannst im Internet einfach auch mal danach suchen und verschiedene für dich ausprobieren. Oder sonst wendest du dich an mich und wir gehen gemeinsam verschiedene Techniken mal durch. Ja, was habe ich noch im Köcher? Natürlich noch viel, viel mehr Dinge. Ich will aber gar nicht so viel jetzt noch aufreißen. Vielleicht hast du schon mal etwas gemerkt, das da für dich interessant sein könnte. Und wenn nicht, dann sprich mich gerne an, ob es denn da noch andere Möglichkeiten gäbe, die für dich spannend sein könnten. Der Punkt ist, die meisten Wege sind Wege und dann sollte dir der Weg auch gefallen. Denn Neudeutsch, der Weg ist das Ziel. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben und freue mich natürlich über Rückmeldungen. Und vielleicht gibt es auch noch mal wieder einen weiteren Teil dazu. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis dann.